Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Anyway, Gymnasium, die Sporthalle, gehen wir rein. Also die geheime Quest, wo wir merken, hallo Patrick. Hier beim Training zu. Ich? Nichts, was mit mir zu tun hat. Ne? Lass uns einfach nachhaken. Ne? Na, was ist los? Das ist korrekt. Am Anfang. Was Ernstes am Telefon. Ein Vertrauensbruch. Es ist möglich, ja. Misch dich ein. Nein, ich mische mich gerne ein. Lass mich einmischen. Okay. Ja, dann, wobei ich natürlich auch die Bindungsevents nebenbei machen könnte, aber wir verpassen ja nichts, bis ich halt in das Gebäude gehe. Von daher. Entschuldigung. Nein. Mit dem will ich gar nicht zu tun. Achso, ja. Grüner Punkt über den Kopf. Man sollte meinen, ich wüsste, dass ich mit denen reden muss, aber. Doch wieder nicht. Was wir auf alle Fälle machen sollten, ist, wenn ich mich richtig erinnere, sobald wir fertig sind, einmal speichern, denn das, was ich da tatsächlich machen muss, wenn ich kacke bin, und seien wir mal ehrlich, da bin ich das, könnten wir uns AP versauern. Oder verhauen. Sauerhauen. Das wollen wir nicht. Speichere ich an dieser Stelle einmal. Ihr solltet dasselbe tun. Dann einfach mal Hallo sagen. Ja, wir brauchen etwas. Wir brauchen einen Celestine. Hector und Butler haben ihre eigene Wirtschaft so gesehen. Auf zu Kirsch. Celestine. Mein alter Erzfeind. Nein. Warum? Falls du nicht merkst.
Das ist korrekt. Ja. Das ist auch korrekt, unglaublich. Was ist das alles für Monster-Parteien in diesem Spiel? Ein Spiel. Zwei Blade-Karten. Eine ist eine 1, eine ist eine 7. Okay. Wir brauchen die 7. Verstehe. Na gut. Ich meine, war jetzt auch nicht sonderlich nicht schwer, aber trotzdem. Der Mann meines Wortes. Aber wie beginne ich? Ja. Ah, du sollst so gesehen nach Hause. Verstehe. In einer Welt, in der die Noblen halt die ganze Zeit auf die normalen Menschen herabschauen, ist das wahrscheinlich schon sehr interessant. Vor allen Dingen, dass Patrick das macht, ist tatsächlich für mich sehr interessant. Ich würde bei sowas tatsächlich denken, dass Patrick eher da noch mitmacht. So ein normaler Kack-Butler oder so. Aber nein, nein, er ist tatsächlich eigentlich ein netter Kerl, wenn man mal über sein Verhalten hat so ein bisschen. Aber bevor wir das machen, weil ich ja dann ja einen Trip spare. Ja, ich bin ein richtiger Fuchs, ey. Dann bin ich am Abhängen. Ah, Kekse! Woo, Kekse! Eigentlich, sagen wir mal ehrlich, bin ich doch gerade nur Kekse. Setz dich hin und ess ein paar Kekse. Außerdem gibt es Kekse. Ich wusste, dass er Kekse haben will. Salzig? Was? Bisschen mehr. Also eigentlich sind alle merkwürdig, aber ja, ein paar. Du musst das nicht verstehen, wächst noch oder so. Bitte. Gib nicht noch mehr Salz rein. Sehr schön. Stufe 5 mit ihr. Das ist schon mal wichtig.
habe ich erwähnt. Außerdem habe ich wieder vergessen, ich muss im Café. Ich weiß nicht, warum ich ständig Celine vergesse, aber auch jetzt können wir wieder Celine anquatschen, die eigentlich gerade pennen will. Was hast du da gemacht? Ne? Willst du mir beichten? Da oben steht. Ich weiß nicht warum. Es stand noch nie da oben, von daher. So, zurück in die Sporthalle. Questplan. Ja, das haben wir. Wo ist das? Das und dann sind voll gut. Der wirft mir einfach volle Kanne da rein. Tschack! Und damit haben wir. Dafür, dass wir logischerweise die Quest fertig haben, haben wir tatsächlich ihn hier fertig. Und irgendwo hier ist da Celestine. Auch er ist fertig. Ja, man merkt, wir nähern uns halt tatsächlich großen Schritten dem Ende des Spiels. Das ist traurig. Gleichzeitig macht mich das sehr, sehr happy, dass ich irgendwann mal fertig werde mit dem Spiel tatsächlich. Bist du schon fertig? Wäre ich auch. Ja, du meinst das Stockding da drüben. Ja, dann können wir machen. Lass uns ein bisschen mit dem Stockding gegen stocken. Wir müssen gerade fliegen. Ja, Schule ist scheiße und gleichzeitig sehr, sehr traurig irgendwie. Wenn man dann Abschied nimmt von all den Leuten, die man sowieso alle Nasen lang sieht. Und da haben wir wieder den Punkt, warum. Zumindest in dem Teil hier es eher so ist, dass die beiden geschippt werden müssten, weil so viel, wie man da bekommt, ne? Ja. Ihr wisst halt, was ich meine. Es ist halt alle Nase lang, guck mal, wir sind so lavi-davi und so weiter und so fort. Also, ihr wisst, was ich meine. So sieht's aus.
Okay. Und. Zwei Gegner, ja. Warum frage ich eigentlich Subhuman? Ich bin doch doof. Wir müssen ins Klassenzimmer von Class 7 und da können wir dann mit Crow noch eine Runde abhängen. Was im besten Fall auch seinen Wert auf 5 steckt. Und dann geht's mir sehr gut. Sentimental. Immer merkwürdiger. Ja. Eine Runde Blade spielen. Okay. Ja, komm, wir. Alright, let's get started. Was? Oh mein Gott, ich muss das spielen. Ah, nein, ich bin automatisch. Nein! Go on, kann man Geld behalten? Das ist scheiße, Mann. I'm up. Bin ich! God damn it! Take this! Take this! You fell for it. Total. You fell for it. No, seriously? Oh man, I lost. Bam. Meine 100 Mira, obwohl er hat ja kein Geld, also kann er eigentlich gar nichts setzen. Also eigentlich war das jetzt komplett nutzlos. Nein. Doppelt oder nichts? Okay, nein. Und Rang 5, wunderbar. Damit müsste alles vorbereitet sein für die Bindungstrophäen, von denen ich geredet habe. So, das haben wir Nebenaktivität mit unserem Freund Patrick und haben wir, habe ich tatsächlich auch mal gefühlt hatte. Ich war mal schlau. Ich nur noch in den Nordöstlichen. Wow. Aber bevor wir das machen, so komisch, dass auch rüberkommt. Doch, das ist aber der Punkt ist, wir gehen tatsächlich einmal angeln, nicht weil ich einen Fisch haben will, sondern um Reeds CP aufzufüllen. Vorletztes Spiel, wo bemerkt, was ich gespielt habe, wo ich angeln musste, war dann hier Replikant. Hier wieder und wieder am Angeln. Naja, der Punkt ist, wir ziehen ans Land, kriegen Zeug und erhalten 75 DP. Damit ist Green, was das angeht, wieder voll. Und ich bin voll glücklich. Aha. So, jetzt können wir in den Nordosten gehen. Denn Tower endet halt das Ganze hier wieder. Aber vorher, um es gezeigt zu haben, William, haben wir jetzt zwei Fun Times. Das kam halt auch noch als Punkt dazu für den Abend. Mein Crow kommt gleich
automatisch, wenn ich mich richtig erinnere. Tatsächlich hat das nichts mit seinem Bindungsevent zu tun. Das kriegen wir noch, also an diesem Tag müssten wir allein auch nochmal 4 Teile gekriegt haben und ja, das passt. Soweit. Huh? Doesn't sound like she's here yet. Oh. At least she's getting some rest. Must be a rare treat for her. What to do, though? I'd almost feel bad about waking her. She must be really tired. I should let her sleep a while longer. Oh, right. There we go. I guess I'll just read a book or something while I'm waiting. You're awake. Huh? Mean? Oh, right. I came here after the conference was over. So this jacket is... Oh, no! I'm so sorry! I can't believe I fell asleep after asking you to come all the way here. Don't worry about it. You're doing me a favor here. I appreciate you taking the time out of your schedule for me. Aww. Why is it that you always seem to catch me at the weirdest moments? Still, thanks. No problem. Glad to do what I can. It wasn't too hot, was it? No, of course not. It felt really nice and warm. But anyway, that's not the point. Now, listen here, Rean. Huh? I mean, lending me your jacket was very sweet and gentlemanly of you, and I'm kind of happy you did. But it's not very gentlemanly to sit and stare at a girl when she's sleeping, you know. I'm sorry? You were sleeping so peacefully that it seemed almost wrong to wake you up. But I guess it was inconsiderate of me to just let you nap there. No! I'm not annoyed with you! It's just kind of weird to randomly watch people sleep, you know? If it was someone else, they might have misunderstood. Anyway, I asked you to meet me here so I could show you more about the concert we put on for last year's festival. Oh, you mean the one you did with Angelica, Crow, and George? Do you have some record of it here? Actually, I do. George was testing out some kind of orbital video camera that was being developed by the Ruhr Institute of Technology. And we've still got the recording here. An orbital video camera? Yeah, the technology is different from what they use for the orbital net. Actually, it's probably faster to just show you. Let me bring it up on the screen. Oh, you've got pictures of it.
more than just pictures. Just watch. Amazing. I know, right? It plays back images and sound at the same time, so it's like a radio and a camera combined. The quality might be a bit rough, but it really feels like you're right there, doesn't it? It's really something else. Oh, there we are going up. Wow. Isn't it cool? It's called rap. It's making a splash in the music scene abroad. They use Orbal audio technology to amplify guitars for it. It's a pretty bold sound, huh? It definitely is. And, speaking of bold, how about that outfit? I forgot about the outfit! Don't look at that, just focus on the performance! This is... Bravo! That was incredible! I wish I could have been there to see it in person! I'm glad you enjoyed it. So was that any help? Help? This is exactly what I was looking for. I'm not sure if we can put together something as flashy as this. But we do have Elliot, and he knows his music, so I think we might have a chance. I'm glad to hear it. Crow is the one who planned all of this out, so he's the one you should ask about how to put a program like this together. Angie did our choreography, and George got all the instruments together for us. I'm sure they'd help out if you asked. I think I just might. We have to get our preparations for the festival underway. Oh, I put a copy of the video onto this memory cards for you, too. If you put this memory cards into the Orbal projector here, you can watch the video anytime you want. Maybe you can bring everyone from your class here and show it to them tomorrow. Yeah. Thanks for everything, Toa. I mean, I asked you for help, but you really went above and beyond. I don't really know how to thank you. You're always looking out for me, Rin. It's the least I could do. Besides, I'm sure this idea will spark some lively discussion within your class. It's not a done deal yet. But I'm really curious to see how things turn out. Me too. Ich muss wieder lesen, beziehungsweise reden über das, was ich da lese. Oder jetzt sagt mir nicht, du hast zwei Sätze gesagt und jetzt ja, mit Live-Stimme. Nein, okay. Ganze Opa, wow. Ein innerer Garten. Nachthimmel. Klingt ziemlich cool. Aha. Eine Runde Blade spielen.
panic. Okay. Naja, wir wissen ja jetzt, wir können ein Rockkonzert geben. Dann passt das. Kochwettbewerb. Ah, nein. Obwohl sie will der Richter sein, dann passt. Oh yeah. Ich meine, furchtbare Idee, Croft. Furchtbare Idee. Sagen, ja. Zeigen wir es jetzt nochmal? Nein. Gute Idee, lass es uns tun. Hey. Can't wait to see the looks on their faces when they see it. Though I imagine Toa's outfit might raise more than a few questions too. Oh, it's 9 already? Abin time should be on soon. And this is Radio Trista. It's 9 p.m. on the 19th of the 9th month. If only I was dressed to the nines to match. It feels like we're finally getting the break we deserve from a long string of uncomfortably humid nights. That's right, fall is finally here, and it's brought its cool night breezes and gentle chirping of insects with it. Along with that respite, Erebonians everywhere are turning to their true autumn passions, food and sports. What do all of you out there look forward to when you realize fall's almost here? For me, it's definitely the food. The crops come into season, ready for the harvest. I can only imagine how much work it has to be for all those farmers. But I can't wait for my first roasted chestnuts of the season. It's just about time for those to start popping up, too. Sure, I'll never turn down a Marin Glacé or a Mont Blanc, but roasted is the way chestnuts were meant to be. That soft, melt-in-your-mouth taste, that sweet fragrance, simply irresistible. Whoops, the director's over there giving me the stink eye. Someone hasn't eaten dinner yet, I'll bet. Anyway, fall is also known for being a season for the arts. One of the Empire's most popular cultural institutions is the opera, and no one does opera like Heimdall's famous opera house. But as far as music goes, I'm a sucker for the classics. I still sing along whenever I hear The Whereabouts of Light. I stare in disbelief as you fade away.
Like a dimming star beneath the coming day. Whoa there, almost felt like I was in my shower back home. Speaking of music, some fresh new genres have been gaining popularity lately, both at home and abroad. She really does have a pretty voice. Though I guess you kind of have to in order to be a big opera singer like that. I don't know if singing on the air like that is such a good idea if she's trying to keep her identity under wraps, though. We've got our practical exam coming up next week, then another field study over the weekend. Sounds like things are going to be even busier than usual. I'd better brace myself for an exhausting week. Und so ist schon wieder Montag. Das ist echt eine der schlimmsten Sachen, die es tatsächlich gibt. Einfach zack, bum, peng, Wochenende vorbei, Montag. Und das ist immer so. Das ist im echten Leben so. Das ist das Schlimmste daran. Man denkt sich nichts und zack, Wochenende vorbei, Montag. Arbeit oder Schule oder was auch. Das ist richtig. Das ist allerdings auch richtig. Interessante Vorstellung, den vier Instrumenten tatsächlich was zu machen, aber gut. Außerdem heißt das Rebus Musik, das ist auch gut. Besonders die Ladies. Cha-ching! Das ist alles. Guter alter Crow. Guter alter Crow. Und Mittwoch. Das macht's alles nicht besser. Das macht's alles nicht besser. Abgesehen davon, dass ich auch mal gerne speichern würde, aber ihr kennt das ja. Ja, wir haben uns entschieden. Das ist richtig. Total. Die 15 besten Outfits. Oh mein Gott.
Ja, ich glaube, ich muss diesen Part wieder zwischenschnibbeln, ist ja furchtbar. Zwei für mein Team. Easy peasy. Wir nehmen. Und dann nehmen wir. Und das ist gut. ich hoffe, es läuft so, wie ich es gerne hätte. Aber wir werden sehen. Hey, kann ich so machen? Ja, eh geschützt. Okay. Ich hätte vielleicht auf die Ausrüstung gucken müssen. Nicht, dass die wir mitgenommen haben oder so. Aber egal. Guck mal, wie lange der Part noch geht. Hoffe man nicht erzählen. So. I take it you're all ready? Oh yeah. Oh yeah. You've been studying and training here half a year now. I think you might finally be able to do it. Now. Show me you've got what it takes to pass with flying colors. Gotcha. Ob sie wohl immer noch Diablo und Schmerz nutzen? Come at me with everything you've got. Go! Also ja, weniger als 40 Runden und keiner darf in einen roten Bereich fallen. Das ist prinzipiell einfacher gesagt als ein Kartenschutz, aber... Wird schon klappen. So. Okay. Und weiter geht's. Okay, das hat gleich. Yes, sir! So, William. Kann noch ein Schild spawnen. Ich werf das Ding und lese es nicht. Aber ja, ne, mit 38.000 HP sind wir da schon relativ gut beschäftigt, sag ich mal. Aber das sind meine schon 34.000. Und das waren die restlichen 20.000 Schaden. Fertig. So einfach. Und Megaton. Gratis! Zu jedem Ding bekommen wir eine gratis Megatonnenpresse. Und AP plus 2. Wunderbar. Relativ simpel. Aber unsere Charaktere tatsächlich so tun, als wäre das jetzt furchtbar anstrengend gewesen, was es halt dadurch nicht war. Und die nächsten. Währenddessen stehen wir keuchend in der Ecke und sterben vor uns hin. Also keine Ahnung mehr. Ich frage mich jetzt tatsächlich dabei, ob alle bestanden haben dann oder ob welche da eigentlich kommt. Aber muss ich wohl. Thank you.
Mordes und Roar. Okay. Wir schreiben mal Team wieder leicht anpassen. Okay. Ja, bitte tut das. Ich habe mich schon öfter reingeschickt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Wir machen das schon. Your rank's gone up. Rank Ua. A little something from the academy. Ah, eine Aura-Jacke. You did really well, gar nicht schlecht. Also insofern nehme ich. Sowas nehme ich immer. Könnten wir jetzt langsam mal dazu kommen, dass ich speichern darf? Ich habe das wieder furchtbarerweise völlig unterschätzt, wie lang sowas gehen kann hier. It's 8:20. Natürlich. So we're still waiting on Elliot and Crow then. It looks like they nearly pulled an all-nighter working on our festival performance. It sounds like they've got a general idea of what they want, as far as style goes. But they're both nitpicking the set list and all the little details of the performance itself. I don't know about you guys, but I'm excited! I'm not worried about Elliot, but I can't say I've got an abundance of faith in Crow. Well, be that as it may, we just have to leave it to them for now. Still, I was surprised by what the instructor said last night. What do you think she's cooking up this time? I can only shudder to guess. Oh, before I forget, I want you all to stop by the academy tomorrow morning before you head out. Both groups, meet me out on the field by 9 a.m. and don't be late. Well, Sarah randomly springing things on us is nothing new. But why delay our departure? It takes 8 hours by train to reach Ordis as it is. You're right. If we're still in Trista at 9 a.m., it would be past sundown before we got there. The train ride to Ruhr is over 5 hours, too. Ideally, we'd all be on the first train out of Trista. How about it, Sharon? With the way you're just standing back there smiling, I'm guessing you know something. I hope you're looking forward to my unsurprise when we step off the train in Ruhr to see you already there. I wouldn't dream of it. I assure you, I'll only be seeing you off this time. She's totally going to be there ahead of us. That's about as sure a bet as you can make. Pretty certain she knows what's going on, too. She's one amazing maid. I feel like I have my own professional chef, too.
Oh, sorry guys, I overslept. Yo, morning everyone. Morning. Looks like we have everyone now. We have to meet the instructor at the field by 9, right? I don't know what she wants to see us about, but don't worry, we've still got some time left. Anyway, I think we should head out now. I'm sure most of us have some last-minute preparations to take care of. True. Have a safe trip, everyone! Okay, mega langer Part, ist egal. Beim nächsten Mal geht's nach Roar. Bye bye. Die Abenteuer von Reen und seinen Freunden aus Class 7 gehen beim nächsten Mal noch weiter. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei meinen Patreons für ihre Unterstützung. Ich möchte mich bedanken bei dir fürs Zusehen des Videos. Und wenn es nicht schon passiert ist, liken, subscriben und den ganzen anderen Kram. Bis zum nächsten Mal.